Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch, wie man Brüche vergleichen und der Größe nach ordnen kann. Dazu folgende Geschichte. Horst Szymaniak, genannt Schimi, geboren 1934, gestorben 2009, war ein deutscher Fußballspieler. Er hat sogar für die Nationalmannschaft gespielt. Und er soll bei Vertragsverhandlungen Folgendes gesagt haben. Ich will ein Viertel mehr, nicht nur ein Drittel. Warum das nicht ganz so schlau war, schauen wir uns jetzt an. Wir merken uns. Brüche kann man miteinander vergleichen, indem man sie auf den gemeinsamen Nenner, Hauptnenner, erweitert oder kürzt, sie also gleichnamig macht. Von zwei gleichnamigen Brüchen hat derjenige mit dem größeren Zähler auch den größeren Wert. Schauen wir uns ein Beispiel an. 3/8 und 1/2. Ich möchte jetzt 1/2 auch auf Achtel erweitern. Dies gelingt mir, indem ich Zähler und Nenner mal 4 rechne. 1 mal 4 ist 4, 2 mal 4 ist 8. Ich habe jetzt gleiche Nenner, also gleichnamige Brüche, und der mit dem größeren Zähler hat den größeren Wert. 4/8 ist also größer als 3/8. Schauen wir uns das grafisch an. Ich erkenne, 4/8 ist mehr als 3/8. Von zwei Brüchen mit demselben Zähler hat derjenige mit dem kleineren Nenner den größeren Wert. Hier habe ich beides mal den gleichen Zähler. 3 ist der kleinere Nenner, ist allerdings größer als 4. Schauen wir es uns grafisch an. 1/3. Ich habe hier 3 Teile. Eins davon markiert, also 1/3. Hier 1/4, 4 Teile. Eins davon markiert, 1/4. Und da teile ich das Ganze nochmal in kleinere Quadrate. Sehe ich, 4 Quadrate sind mehr als 3. Wir sehen also, 1/3 ist mehr als 1/4. Unser Fußballer hätte 1/3 mehr Gehalt bekommen, er wollte 1/4, er wollte also weniger Gehalt. Hat euch das Video geholfen? Würde ich mich freuen, wenn ihr es an Freunde weiterschicken würdet. Bis bald!